Hallo und herzlich willkommen bei Laser Game Berlin. Mein Name ist Fabian Merz und ich bin die Vertretung für Hightech Taggers hier in Deutschland. Das bedeutet, wenn Sie sich für Laser Game interessieren und das Equipment von Hightech Taggers kaufen möchten, wenden Sie sich an mich und Sie erhalten von mir sowohl den Verkauf als auch natürlich Reparaturen und Service. Ich möchte Ihnen ganz kurz das grundlegende Prinzip von Laser Game vorstellen. Und zwar erhalten Sie bei dem Konzept Laser Game eine Sportart, die ähnlich dem Paintball sehr actionbetont ist und dementsprechend ein Publikum anspricht, das sich zwischen 18 und 40 Jahre ungefähr bewegt. Natürlich ist das Interesse von jüngeren Spielern auch vorhanden. Ich empfehle jedoch, Spieler erst ab 18 Jahren spielen zu lassen. Was Sie daraus machen, bleibt Ihnen überlassen, denn grundlegend ist Laser Game natürlich in Deutschland nicht verboten und Sie könnten aufgrund der Gesetzeslage jeden spielen lassen. Da die Geräte grundsätzlich ohne Projektile auskommen, sondern ausschließlich vollkommen ungefährliches Infrarotlicht verschickt wird, um Daten zu übertragen, handelt es sich dabei auch um keine Waffen. Wenn Sie dann zusätzlich noch Farben bestellen, die besonders auffällig sind, wie zum Beispiel Rot und Blau, haben Sie nicht einmal das Problem mit dem Thema Anscheinswaffen. Von daher möchte ich Ihnen ganz gerne kurz vorstellen, welche Produkte Hightech für Sie bereithält und welche Sie über mich beziehen können. Als erstes hätten wir da das kleinste Modell, die HT9, die sogenannte Sidearm. Das heißt also eine ganz normale Pistole, die ein bisschen der Desert Eagle nachempfunden ist. Sie finden hier dran keinen weiteren Sensor. Das heißt, die Spieler können ausschließlich an den drei Sensoren am Kopf getroffen werden oder, wenn sie die Sensoren anders verteilen, natürlich auch am Körper. Sie haben ganz normal das Bedienelement von einem Display, die beiden Bedienknöpfe zum Nachladen und Anschauen der Starten. Dann haben Sie hier die Ladebuchse, hier unten ist der Anschluss für das Sensorkabel und natürlich der Abzug, den wir hier nochmal nachgearbeitet haben und federgelagert. Das ist nicht die Standardausführung, normalerweise ist hier keine Feder eingebaut, aber Sie können das hier bei uns auch mitbestellen. Dann geht es eine Stufe höher zur HT11, die sogenannte Predator. Die hat im Prinzip genau dieselben Funktionen. Das heißt, Sie können alle Geräte gleich programmieren oder jedem Gerät einzeln unterschiedliche Werte zuweisen. Welche das sind, erkläre ich Ihnen auch gerne gleich noch. Hier ist der rote Knopf, der schwarze Knopf. Der ist standardmäßig bei der Pistole oben und unten einfarbig. Hier ist das Display ein weiterer Sensor, an dem der Spieler getroffen werden kann. Ein professionelles Red Dot Zielsystem, das heißt im Prinzip dasselbe Zielsystem, wie es bei dem G36 eingesetzt wird. Ein Reflexvisier, bei dem der Laserstrahl das Gerät nicht verlässt. Abzug, Datenbuchse, verstellbare Schulterstütze, sodass Sie diese auf die Spielergröße anpassen können. Und die Möglichkeit, hier an Schienen noch weiteres Zubehör zu befestigen. Bei diesem Gerät ist es so, dass Sie eine Reichweite im Freien von etwa 60 Meter bei Sonnenschein erreichen. Je weniger Tageslicht da ist, also beispielsweise Bewölkung, Dämmerung, im Wald, unter Dächern oder ähnlichem, desto höher ist natürlich dann auch die Reichweite, weil das Infrarotlicht nicht durch die Sonneneinstrahlung gestört wird. Aber wir haben die selber getestet. Mit 50 bis 60 Metern bei vollem Sonnenlicht ist das hier ganz gut. Nicht perfekt, aber immerhin. Wenn Sie wirklich tatsächlich draußen spielen möchten, empfehle ich die HT15 oder auch Viper. Die ist ein klein wenig größer, minimal schwerer. Wir sind hier etwa bei 2,7 Kilogramm. Und auch hier haben Sie eine verstellbare Schulterstütze. Sie können dieselben Bedienelemente etwas anders angeordnet hier wiederfinden. Schwarzer Knopf, roter Knopf. Display, Schloss zum Starten und Verschließen der Geräte. Das heißt, die Spieler können an und für sich selber das Gerät nicht an- und ausschalten. Abzug, Datenbuchse, ganz normal. Red Dot, etwas kleinerer Sensor, aber genauso leistungsfähig, damit er nichts aufträgt und hier in die Sichtlinie mit reinkommt, ist er etwas kleiner gehalten. Und hier haben Sie eine Reichweite von etwa 100 Metern. Also Sie müssen auf jeden Fall immer damit rechnen, dass bei Sonneneinstrahlung die Reichweite etwas sinkt, aber bei vollem Sonnenlicht geben wir auf 80 Meter eine Garantie, können auch 100 sein und je dunkler es wird oder schattiger, desto weiter reicht das Ganze dann auch.
vom Hersteller übrigens angegeben mit 200 Metern, aber die können wir so nicht bestätigen. Deshalb verkaufen wir sie mit einer Reichweite zwischen 80 und 100 Metern. Das ist auf jeden Fall realistisch. Das ist das Snipergewehr, die HT20. Eine etwas andere Bauform. Und hier vorne befindet sich eine andere Optik drin. Das heißt, hier wird ein sehr stark gebündelter Lichtstrahl erzeugt, der immer noch 100% augensicher ist. Also hier wird ausschließlich mit Infrarotlicht gearbeitet, wie in der Fernbedienung beispielsweise vom Fernseher. Und Sie haben hier die Möglichkeit, die Batterie sofort auszuwerfen und zu wechseln. Allerdings muss ich sagen, bei allen Geräten ist die Batterielaufzeit mindestens 8 Stunden. Wir haben auch schon 12 Stunden am Stück gespielt und deshalb ist dieser Batterieauswurf eigentlich eher, sage ich mal, ein Feature, was tendenziell selten zum Einsatz kommen wird. Die Batterien sind Lithium-Polymer-Akkus, das heißt, sie halten sehr lange, viele Ladezyklen, und bei uns sind die jetzt seit einem Jahr im Einsatz, deshalb sind die Geräte auch etwas benutzt und die Batterien halten super mit und wir haben keinen Grund zur Klage. Mindestens 8 Stunden sind sie immer noch nach über einem Jahr im Einsatz einsatzbereit. Zu den Geräten gibt es eine große Vielfalt an Zubehör. Außerdem werden natürlich auch die Geräte an sich noch erweitert. Sie haben jetzt die 4 Grundmodelle gesehen, die bereits erhältlich sind. Zusätzlich sind gerade in Planung eine Bauform, die einer Uzi ähnelt, also kurz, kompakt, aber mit Schulterstütze, und eine Shotgun. Das hat dann keine Schulterstütze mehr, aber auch keinen Action-Mechanismus, das heißt, nachgeladen wird weiterhin über den roten Knopf. Trotzdem, diese Modelle sind im Kommen. Auch wir von Laser Game Berlin entwickeln neue Modelle und diese stellen wir Ihnen dann hier auf der Webseite vor. Zu dem standardmäßigen Zubehör gehören diese Gaming-Boxen. Davon gibt es verschiedene Modelle und Sie können zum Beispiel Medic, also Heilung, Ammo, also Munition, Respawn, Wiederbelebung und Flagge sein. Das heißt, per Knopfdruck können Sie bestimmen, ob ein Spieler beispielsweise eine Flagge aufhebt, geheilt wird, Munition mitnimmt oder ähnliches. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Kisten selber umzujumpern und damit die Funktion zu ändern. Dafür öffnen Sie die einfach an diesen 4 Schrauben, kippen die Schalter dort drin um, laut Anleitung. Es ist wirklich ganz leicht mit einem Zahnstocher zu machen. Und dann haben Sie eine neue Funktion für diese Box, wobei nicht jede Box alle Funktionen nehmen kann, aber das entnehmen Sie bitte den Anleitungen. Beispielsweise gibt es auch die Funktion von einem Time Reset. Das heißt, Sie geben Ihren Spielern grundlegend eine gewisse Zeit mit, die Sie im Spielfeld verbringen können. Und sobald Sie zurück sind zu Ihrer Basis, können Sie dort diese Zeit wieder auffrischen und weiterspielen. Das ergibt natürlich eine Menge Szenarien, wie Sie sich vorstellen können. Und diese Boxen machen das Spiel erst richtig spannend. Die Spielgeräte speichern, wer wen getroffen hat, wie viele Schuss abgegeben wurden, wie viele davon getroffen haben und so weiter. Diese Statistiken, diese Mini-Statistik, kann man sich direkt nach dem Spiel auch auf dem Display angucken. Das heißt, die Spieler haben, wenn sie raus sind, die Möglichkeit, über den schwarzen Knopf einige dieser Statistiken abzurufen. Aber richtig spannend und druckbar wird es erst mit dieser Scoring-Box. Hier wird nach dem Spiel von den Spielern oder vom Administrator einmal auf diesen Sensor geschossen. Die Box sammelt die Punkte ein und wertet diese aus und kann diese dann auch über ein USB-Kabel an den Computer übertragen. Das heißt, von dort aus kann die Statistik dann auch gedruckt werden oder einfach nur gespeichert werden und online zur Verfügung gestellt werden. Diese Möglichkeiten bestehen mit dieser Scoring-Box. Um das Spiel noch interessanter zu machen, gibt es Zubehör, die für fortgeschrittene Spieler hochinteressant sind. Dazu gehört beispielsweise eine Granate. Diese beziehen wir von einem russischen Hersteller. Das heißt, es ist ein anderes Bestellverfahren, aber Sie können diese auch über mich beziehen. Ist überhaupt gar kein Problem. Die Granaten werden unten geöffnet, eingeschaltet und sind dann spielbereit. Jedes Mal, wenn auf diesen Knopf gedrückt wird, geht 5 Sekunden später diese Granate hoch und tötet alle Spieler im Umkreis umgehend. Außerdem aus Russland auch gibt es diese Bewegungsmine. Das heißt, diese wird auch aktiviert, im Spielfeld platziert und nach 35 Sekunden ist sie scharf. Das heißt, dieses Licht hier erlischt und dann sollte man sie nicht mehr passieren. Das heißt, sobald der Bewegungsmelder hier eine Bewegung wahrnimmt, löst er aus. Es gibt einen lauten Alarmton und die Spieler werden auch wieder über Infrarotsignale
umgehend aus dem Spiel geworfen. Anschließend kann man die Geräte ausschalten und wieder einschalten und dann sind sie auch wieder aktiviert und können für die nächste Runde eingesetzt werden. Alle Geräte kommen mit vorinstallierten Sounds zu Ihnen. Allerdings gibt es die Möglichkeit, sich diese Sounds vorher bei uns anzuhören und dann können Sie gerne entscheiden, dass Sie diese möglicherweise ändern wollen. Es gibt grundlegend immer drei Sounds, die vorinstalliert sind. Erstens MilSim, das bedeutet, es sind ganz normale militärische Geräusche wie Schießen und Nachladen. Dann gibt es Science Fiction, das sind dann Lasergeräusche und Energieaufladegeräusche. Und dann gibt es Silencer, das heißt, es klingt, als wäre ein Schalldämpfer installiert und dementsprechend leise sind auch die Sounds. Und einige Sachen, wie zum Beispiel das Durchladen, machen gar keine Geräusche mehr. So bleibt natürlich ein versteckter Schütze auch sehr viel länger unentdeckt. Allerdings haben Sie auch die Möglichkeit, beispielsweise Sounds vom Englischen ins Deutsche übersetzen zu lassen oder beispielsweise, wenn Ihnen das Schreien am Ende des Spiels zu martialisch ist, können Sie dieses auch durch einen anderen Game Over Sound ersetzen. Dazu müssten Sie schon bei der Bestellung natürlich Bescheid sagen, dass wir eine Änderung vornehmen sollen und wenn Sie einen Soundfile haben, der Ihnen besonders gut gefällt, können Sie diesen gleich mitsenden. Auch bei der Farbe können Sie verschiedene Optionen wählen. Sie sehen hier die Grundlage Sand, das heißt also die Farbe lässt sich ändern von glänzend schwarz, matt schwarz, Sand, Olivfarben in Tarngrün, also Flecktarn, oder auch rot und blau. Sie können die auch ungefärbt lassen, dann sind sie im Prinzip Aluminiumfarben, also silbern. Auch diese Option besteht, allerdings ist diese Farbschicht ein guter Schutz und lässt sich so gut wie gar nicht beschädigen. Es handelt sich hierbei um eloxierte Aluminiumblöcke, das heißt, die Farbe ist wirklich in dem Metall drin und nicht aufgetragen. Das heißt, Sie können diese im Prinzip nicht abkratzen, sie blättert auch nicht ab, sondern sie ist im Material drin. Das sind nur wenige Mikrometer, allerdings ist sie dadurch extrem fest und erst wenn das Material beschädigt wird, wird auch die Farbe abgetragen und das ist so gut wie unmöglich. Wir haben hier verschiedene Dellen im Gerät schon drin, aber die Farbe hält perfekt und kann nicht abblättern. Im Gegensatz zum Beispiel zu Pulverbeschichtungen oder Lackierungen, die relativ leicht abzukratzen sind. Mit Hightech-Taggers steigen Sie professionell in das Geschäft Laser Game ein. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es von den Kunden sehr, sehr gut angenommen wird. Sie haben die Möglichkeit, verschiedenste Designs hier erstmal zu wählen, dann noch weiter zu erweitern und auch bei der Inneneinrichtung Ihrer Arena können Sie die gesamte Palette der Möglichkeiten ausschöpfen. Von Science Fiction über Urban Design, Sie können auch alles ins Schwarzlicht tauchen, ganz wie es Ihnen beliebt. Sicherlich finden Sie eine Menge Inspirationen im Web oder Sie denken sich etwas Eigenes aus. Bei den Kosten kann ich Ihnen auch gleich schon eine Grundlage geben, eine kleine Faustregel. Und zwar müssen Sie in etwa pro Spieler, den Sie in Ihrer Arena zeitgleich spielen lassen wollen, etwa 1.000 Euro rechnen. Nehmen wir an, Sie wollen 15 Spieler zeitgleich spielen lassen, werden Sie mit Sicherheit brutto nicht mehr als 15.000 Euro bezahlen. Das heißt also, es ist ein relativ günstiger Einstieg, der sich unglaublich schnell amortisiert. Wir haben schon selber erlebt und auch bei anderen gesehen, dass innerhalb von 3 Monaten zumindest die Technik wieder bezahlt ist.